Jo, dann schicken wir die Jungs und Mädels mal los. Embark. So, erst die Gruppe, dann können wir gucken, welche Missionen. Fünfer-Mission. Nein, 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 keine Fünfer-Mission. Auch wenn ich echt gespannt bin, wie so eine Dreier-Truppe sich bei einer Fünfer-Mission schlägt. Wenn die Einer-Truppe es schon schafft, oder die 0,5er-Truppe es schon schafft, ein, zwei Kämpfe zu bestehen. Also schaffen wird man sie wohl nicht, aber so ein bisschen looten vielleicht. Wobei, dann müsste man eine Mission abbrechen, dann baut man wieder mehr Stress auf, das kostet wieder mehr Gold, also bringt das Looten weniger. Ja, ist schon okay. Oh, wir jetzt Bracket mitgenommen. Achso, stimmt, weil Bracket sollte eher erstmal 4 werden, anstatt dass Crestus Erfahrungspunkte bekommt, die er gar nicht so wirklich braucht. Ja, dann Hildegard als Heiler. Und Kuruta da. Das ist absolut nicht die Truppe, die ich eben gerade gesagt hatte, ne? Im letzten Video. Ja, aber Kuruta wird dann 4. Doch, die beiden hat die zumindest drin. Oder das ist genau die Truppe, die ich gesagt habe. Ja, ist für mich zumindest eine Weile her gewesen, deswegen denke ich, die Jungs sollten okay sein. Nicht unbedingt dahin. Eine kurze Dreiermission, 90% der Räume, 5000 Gold. Oder 5000 Gold und was für einen Okkultisten. Was ziemlich gut ist für Okkultisten. Höhere Chance auf Blutung, höhere Chance auf Stun, obwohl ich gar nicht wusste, dass der Okkultist stunnen kann. Plus 5% Crit ist sehr schön und dafür als Gegenzug minus 12 Affliction. Was ist Affliction? Es ist nicht Blight. Was haben wir da unten? Eine lange Mission. 100% auf Battle Rooms. Ja, eine lange Mission würde ich mir gerne mal angucken. Ich denke mal, ich werde eine richtig, richtig viel Essen brauchen. Hast du den Ring? Du hast den Ring. Also bräuchten wir nur Dreier-Schritte. Das ist okay. Dann können wir zweimal kampieren. Das heißt, wir können zweimal Stress abbauen und so weiter. Das klingt interessant. Ich glaube, das mache ich mal. Das müsste richtig viel Gold geben, weil die Karte dürfte riesig sein. Ja, gucken wir mal. Und es ist unten in dem Schweinegebiet. Also hätte ich gerne eine Menge Schaufeln. So 16 Fackeln und ganz viel Essen. Im Schweinegebiet brauchten wir auch Anti-Venoms für die Bäume. Das für diese komischen Leichen auf dem Boden. Das dafür das Alkoholfass. Schlüssel braucht man eh immer. Das sind hier schon fast 6000 für Ressourcen. Kann das sein? Oh, weia. Beim Essen bin ich nicht mal sicher. Das wäre jetzt 8 mal schlafen. Wobei beim Kampieren wollen wir ja meistens das Höchste nehmen. Das sind dann auch sehr... Nö, da brauche ich nochmal einen Stack. So, haben wir fast keinen Platz zum Looten. Sehr schön. Na gut, gucken wir mal. Also, 5000 oder 6000 Gold haben wir jetzt ausgegeben. Ich hoffe mal, wir kriegen das mit wesentlich mehr noch zurück. Am Bark. Und hoffentlich bringen die langen Missionen auch mehr Erfahrungspunkte, wenn sie abgeschlossen sind. Da habe ich vorher noch gar nicht drauf geachtet, ob die kurzen und die mittleren unterschiedlich viele Erfahrungspunkte bringen. Aber würde Sinn machen, ne? Corruption has soaked the soil, sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. Das. Ich hätte eine wesentlich größere Karte erwartet. Das erwarte ich hier eben bei einer Medium-Karte. Ja, also das dürften wir sehr gut machen. Das heißt, wir könnten das zweite Rasten dann benutzen, um am Ende Stress abzubauen, damit wir kein Gold für den Stress abbauen in der Stadt ausgeben müssen. Aber, ne, erst gucken. Was? Ach, Hildegard, du bist neugierig? Oder so? Fackel. Ja, die benutzen wir auch gleich. Jetzt nämlich. The light. The promise of safety. Was bist du? Also ja, ein Sa-
Das ist kein schöner Anfang. Lootung. Das ist jetzt noch schlimmer als der schlechte Anfang. Oh, genau. Wieder zurück. Ihr seid zwei Helden. Okay. Du tausch bitte mit... Genau, du musst weiter vorne stehen. Du tausch bitte mit ihm. So, du machst Q. Macht Schaden, ja. Du machst ihn hier. Den kippen die auch bald um. Beim nächsten Flächeneffekt, also hoffentlich den Grapeshot. Grapeshot! Sehr gut. Stress ist nicht so toll. Wow. Sehr gut. Nur du, Anti-Stress, das ist ganz schön egoistisch von dir. Sehr gut. Ich bin jetzt voll. Du. Nom nom. So, Coffin. Ich glaube, da musste man gar nichts benutzen. Machen wir mal auf. Ja. Gold und die Crests. Also Crests lasse ich eventuell einfach alle liegen. Weil die kriegen wir ja doch recht schnell zusammen. Was im ersten war vollkommen Overkill. Also ich denke, hier kommen wir durch mit 3-4 Mal normal essen. Und das ist nicht mal ein Stack dann. Also bei 4 Mal wäre es genau ein Stack. Na gut, gucken wir mal. Da schon mal die erste Mauer. Wir hatten 4 Schaufeln dabei, das ist okay. Hildegard. Loot. Oh. Finding the stuff is only the first test. Sehr schön. Now it must be carried home. Komm schon, Überraschung. Nee. Du machst bis eine Gruppenheilung. Oh, um das auszugleichen. Du. Ich würde ihn ganz gerne schnell töten, aber okay, mach den nicht. Du machst eine normale Attacke. Mhm. Keine Blutung. Oh, Slice and Dice macht keine Blutung, okay. Hau. Gut, der ist gleich kaputt. Mit dem Crit wäre jetzt schon kaputt. Das war aber kein Crit. Schenk macht Blutung, okay. Du kriegst ganz schön einen auf den Deckel, muss ich gerade sagen. So, Gruppenheilung lohnt schon fast gar nicht mehr. Mach mal lieber hier 6 bis 7. Das ist echt gut inzwischen. Auf ihn. So, du machst Zelle, es gibt zu sehen. Oh. Oh. Ah, ich habe vergessen, 2 Sachen mitzugeben. Wobei, den Sniper-Ring? Wer ist den Sniper-Ring bekommen? Keiner, der dabei ist. Also gerade wenn ich in Zukunft nochmal eine längere Mission mache, sollte ich echt dran denken, die Gegenstände neu zu verteilen. Aber das ist mir ehrlich gesagt zu viel Micromanagement. Also ja, es ist nicht viel zu tun, aber ne, es macht mehr Spaß, einfach so die Helden loszuschicken, als da immer stundenlang rumzufriemeln. Weg. So, jetzt haben wir das erste Problem. Wie viel Blutung hast du? Für 2 Schaden, da lohnt sich die Bandage doch gar nicht. Hm. Ja, Crests weg. Dich mitnehmen und dann gucken wir weiter. Schaufel. Also ich könnte aber auch einen ganzen Stack jetzt wegmuffeln, damit Kuruta schön viele Lebenspunkte hat. Wobei ich mir da eigentlich nicht so Gedanken mache. Wenn wir 1-2 Kämpfe haben, die nicht so schwer sind oder nicht so viel Flächenschaden reinkommt, dann fokussen wir eigentlich ihn mit der Heilung und dann passt das. Wir brauchen Rucksäcke. Wir brauchen definitiv Rucksäcke für unsere Helden. Scouting. 100% der Battle Rooms. Ja.
Leider wurde nicht bis hier aufgedeckt. Ah, hier können wir schon mal das erste loswerden. Ich hätte gerne da. If only treasure could staunch the flow of worldly corruption. Ja komm, ich esse jetzt einen so einen Stack weg. Du kriegst auch ein bisschen was ab. So. Take all. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei Stacks Essen für zwischendurch Essen und für Kampieren. Wobei, ja, das passt. Ah, was bist du? Du hast ein Schlüsselloch. Loch. Erstmal hätte ich gerne Licht, falls da irgendein Monster rausspringt. Du Schlüssel. Wealth beyond measure. Brave and the foolhardy alike. Könnt ihr mir doch nicht antun. Also ja, Onyx ist mehr wert als Jade, aber ich krieg bestimmt nochmal Jade während dieser Mission. Gegengift könnten wir wegschmeißen. Was, was? Ja, was könnte ich einsparen? Ich hätte die ganze Mission im Dunkeln machen können, hätte ich zwei Slots mehr. Aber dann hätten wir auch mehr Stress bekommen, wodurch wir wieder mehr Gold ausgeben hätten müssen am Ende. Gold bekommt man öfters als Jade. Das heißt, theoretisch sollte ich das Gold ersetzen. Also die Jade ersetzen mit Gold. Aber ich glaube, ich mache das anders. Ich glaube, ich schmeiße das eine Anti-Venom weg. Nimm dafür dich mit. Und der Rest muss einfach warten. Also ja, die sind schön. Aber momentan ist mir Gold wichtiger. Das heißt, ich versuche jetzt noch irgendwas zu finden, wo ich einen Schlüssel benutzen kann. Das da oder das da. Dann habe ich neue Slots zum Looten. Dann gucke ich weiter. Ich kann dich nur leider nicht wieder looten. Das könnten sie echt einfügen. Dass wenn man irgendwas nicht mitnimmt, dass es dann da bleibt. Und man später zurückgehen kann, um das zu holen. Kein Scouting. Schade. Wow. Wir haben noch drei, ne? Ja, gut. Klick. Essen. Super. Oh, warte mal. Jupp. Ja, achtmal essen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Du kannst noch einmal. So, und die restlichen zwei Essen lassen wir einfach liegen. Also ja, Kräuter sind bei denen gut. War aber auch passend. Ich musste irgendwie gerade an die Hexe denken, die auch immer so Kräuter in ihren Topf da geschmissen hat. Wobei, da waren auch Frösche bei. So, komm. Ja, hallo. Ja, Heilung brauchen wir jetzt nicht mehr. Stun doch bitte mal. Ja. Autsch. Du, was passiert denn hier? Drei Runden für drei Schaden. Da lohnt sich doch schon fast irgendwas, das wir nicht benutzen können, was wir es gerade weggeschmissen haben. Ne. Ja. Du, mach bitte Schaden auf beide. Du, hau ihn an. Oh, doch nicht. Kein Crit, kein Crit. Ja, das ist noch okay. Ich will mit einmal schlafen weg. Chop. Oh, stimmt. Haben wir Kruta eigentlich genauso gut aufgestuft wie Fullop? Also ich weiß, bei Fullop habe ich die Skills so hoch gepusht, dass er jetzt eine recht hohe Accuracy hat. Aber ich weiß nicht, ob ich es bei Kruta auch gemacht habe. Ja, du heil mal 2. Du hau einfach. Solange jetzt kein Crit macht, ist alles gut. Ja, sehr sauber. Okay, du heil ihn. Rest bring ihn um. Genau so. Ja,
Ja, das bleibt alles so, wie es ist. Ressourcen will ich gerade nicht. Ich will gerade Gold. Also ja, ich könnte mit den Ressourcen der Gebäude aufstufen und dadurch spare ich manchmal ein bisschen Gold, aber... Nee, das will ich jetzt nicht. Das mache ich später. Licht ist okay, rein da. Jetzt bitte scouten, aber ich weiß nicht, ob ich den rum rein muss oder nicht. Oh, der ist mir überrascht werden.